Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Flashback-Spielerkarte von Mauro Icardi und wir schauen uns den argentinischen Nationalspieler mal im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler vom PSG ca. 220 bis 230.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Und aktuell mit den Preisschwankungen ist natürlich so eine Sache. Icardi wird tendenziell eher teurer bis zum Ablauf dieser SBC, denn wir haben momentan die Icon, den Icon Player Pick und ja, wir haben keinen Supply. Es gibt keine Spieler, keine Spezialkarten, die wir momentan in den Packs ziehen können und von daher ja, wird es eher teuer. Seid auf jeden Fall schnell entschlossen und ich finde, man bekommt hier einen fairen, Preis, sage ich mal so, denn Gündogan war absolut überteuert, da sind wir uns alle einig und ich finde hier für den Icardi, wir bekommen noch sehr, sehr gute PSG-Spieler, ich denke mindestens einer davon wird auf jeden Fall im Totti drin sein, das wird Messi sein und vielleicht sehen wir noch einen Hakimi und vielleicht noch einen Donnarumma. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Spieler an, denn hier gibt es auch einige Überraschungen, wir haben zum einen hier auch 4 Sterne Skills, nicht wie seine Goldspielerkarte mit 3 Sternen, das ist ein absolutes W. Arbeitsraten finde ich eher so ein bisschen mau, geht aber als Stürmer schon absolut fit. Schwacher Fuß, 4 Sterne bei einer Größe von 1,81 und die Größe ist gar nicht mal so unwichtig, denn wir schauen gleich mal weiter. Wir haben hier gute Stats, die vor allem auf den Kopfball zielen und denn hier haben wir einen Reaktionswert von 98, einen sehr, sehr guten Ruhewert und was ganz wichtig ist für einen guten Kopfball und da hat er nämlich natürlich den offensiven Trade, den Power-Kopfball, haben wir hier noch eine Sprungkraft von 99 und eine Kopfballpräzision von 95. Sehr, sehr gut, auch ein Stellungsspiel von 99 ist dort auf jeden Fall hilfreich. Ansonsten, wir haben über 90 Tempo, wer es wirklich pacey mag, aber ich empfehle es nicht. Gibt ihm lieber ein Engine, probiert ihn mal da aus, denn an der Beweglichkeit und Balance, ja, Beweglichkeit, da fehlt es noch ein bisschen, da kann man ihn noch ein bisschen pushen und man pusht natürlich auch noch ein bisschen das Tempo mit einem Engine. Ansonsten, wenn er euch viel zu langsam ist, warum auch immer, kann man ihm natürlich auch noch einen Hunter geben, aber das ist für meine Ansicht nach einfach ja, ein bisschen darüber, denn wir haben hier sehr, sehr gute Schusswerte. Schusskraft 94, Abschluss 96, Volleys 94. Also der Mann bringt eigentlich alles für den als Stürmer mit. Sogar den Außenschuss. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die SBCs. Es gibt sogar noch ein 30k-Pack. Das finden wir hier, das seltene Elektrum-Spieler-Pack. Ansonsten 3 SBCs. Und wir starten mit der ersten Vergangenheit und Gegenwart. Wir haben folgende Bedingungen, Inter Mailand oder PSG, mindestens einen Spieler, Team of the Week, mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 75 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür leider nur 4 Tage Zeit, diese SBC abzuschließen. Also bis zum Totti. Ja, vorher wird es leider nichts. Ja, müsste bis zum Totti sein und dann ja, wäre es vielleicht ein bisschen günstiger geworden, so aber leider nicht. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 40.000 Coins. Die zweite SBC La Albi Celeste. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Da brauchen wir natürlich einen argentinischen Spieler. Eine Teamgesamtbewertung von mindestens 84, Teamchemie 70 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go.
Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 45.000 Coins. Wir schreiten schnell voran und jetzt haben wir die letzte SBC und hier benötigen wir folgende Bedingung: Ligue A Uber Eats, also die erste französische Liga, mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 55 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir gemeinsam durch und dann haben wir es geschafft und Icardi gehört euch in der Flashback-Spielerversion. Okay, let's go! Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 145.000 Coins. Alles in allem haben wir dann quasi Icardi abgeschlossen. 91 bewertet, wenn man ihn, ja, ich denke mal, Engine gibt, hat er auf oder als Stürmer sogar eine Bewertung von, ja, 95. Gibt bei den Hunter sogar 96. Ich würde aber eher tendieren, ihn aufgrund seiner Beweglichkeit nochmal ein bisschen zu pushen. Ja, und dann bleibt er sogar vielleicht vorne, köpft euch den einen oder anderen Ball sogar ins Tor. Und das sollte er sogar eigentlich mit den Stats. Absolut insane Karte, leider nicht übers Totti abschließbar. Ich nehme sie auf jeden Fall mit, denn ja, vielleicht habe ich ja das Glück und ziehe einen Messi. Ja, vielleicht, man weiß ja nicht. Und dann könnte diese Karte richtig Gold wert sein, wenn ich zum Beispiel keinen Mbappé oder Neymar auf den Positionen spielen kann oder möchte. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mal gerne auch eure Meinung zu dieser Karte, ja, in die Kommentare posten. Würde mich mal sehr interessieren, ob ihr ihn abschließen möchtet. Und falls ihr es sogar getan habt, vielleicht habt ihr sogar schon Feedback zu der Karte. Auch mal sehr interessant, eure Einschätzung zu lesen. Und das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.